Mario, es war vor 12 Jahren, 2000, glaube ich, hast du gewonnen. Jetzt 12 Jahre später, knapp am Sieg dran, zweiter Platz. 12 years after winning today on second place, what kind of feeling is that? Wie geht's dir? How you like it? Ja, ich komme immer sehr gerne nach Kitzbühel. War hier, glaube ich, schon viermal Zweiter, einmal Dritter und einmal eben den Sieg. Schon ein paar Mal mit ein paar Hundertstel am Sieg vorbei, eben Zweiter. Heute war es ein bisschen mehr, aber ja, ich war im ersten Lauf eigentlich sehr zufrieden mit dem Lauf und im zweiten habe ich oben sehr gut angefangen. Mittelteil vielleicht ein bisschen zu wenig riskiert und ja, Christian hat, glaube ich, einen idealen Lauf erwischt im unteren Teil und deswegen der Rückstand, aber ich bin trotzdem zufrieden mit dem zweiten Platz. So, he likes to race here in Kitzbühel, had some good results and of course the winning of 2000. Maybe Christian had a really good run in the second run and you lost some time in the middle part of the second run. You started the second run as a leader. Are you disappointed not to win? Als Führender in den zweiten Lauf zu gehen. Wie groß ist die Enttäuschung? Wieso habe ich Enttäuschung da, dass du es nicht gewonnen hast? Ja, ist, glaube ich, klar, dass man, wenn man als Führender in den zweiten Durchgang geht, dass man die Führung verteidigen will und natürlich den 1 raufleuchten sehen will. Ja, aber die war sicher am ersten Moment ein bisschen eine Enttäuschung da, aber dann trotzdem sehr zufrieden, dass ich am Podest bin. In the first moment, of course, a little bit of disappointment, because not of winning this race today, but then also satisfied with the second place. So maybe we're using the time and you come up with your questions now to Mario, please. Just raise your hand. And anybody, if Vicky is here for the microphone, otherwise I'll bring it to you. Michael Lager, der Erste, please behind it. Thank you. Mario, eigentlich leider in Kitzbühel, dass man nicht nur über den Sport reden kann, der jetzt da oben sitzt, sondern auch über die andere Sache, nennen wir es mal so. Wie hast du das Ganze mitbekommen, diese ganze Geschichte mit dem Einfädeln? Ja, nein. Hast du eine Meinung dazu, die du uns mitteilen möchtest? Inwiefern Einfädeln? Auch heute, aber auch die Geschichte mit dem, dass der Marcel sowohl als auch der Felix davor schon in den Rennen eingefädelt haben soll. Es gab dann auch zum Beispiel den Vorwurf vom Ivica schon, der gemeint hat, also es ist in Zagreb nur ein Rennen, aber wenn sie tatsächlich eingefädelt haben und weitergefahren ist, dann ist das eine Schande fürs ganze Leben. Und also grundsätzlich einmal die Geschichte einfädeln, ja, nein, 2 Wochen später darüber sprechen. Wie ist das heute in dir spurlos vorbeigegangen, oder? Ja, natürlich gehören in erster Linie sind die klare Regeln da. Meine Meinung ist, dass einfach das klar analysiert werden muss. Es sind ja Regeln, dass die Skispitze außen aus dem Dorf vorbei muss. Und ja, wenn es meiner Meinung nach reicht eine Protestzeit oft nicht aus, 15 Minuten nach dem Rennen, dass man nicht genau analysieren kann. Und ja, wenn das der Fall ist, natürlich gehört da richtig beurteilt. Und ja, für mich ist das jetzt schwierig zu beurteilen, weil ich einfach weil es mich nicht betroffen hat, weil ich mich einfach auf mein Rennen konzentriert habe. Und ja, von dem her sollte man das ja natürlich klar verfolgen. Dann gestatte mir vielleicht noch eine sportliche Frage auch zur Piste jetzt und auch übermorgen in Schladming. Wie ist das jetzt zur S30er da herunterzufahren? Hat eher buckelpistenartig schon ausgesehen? Ja, heute war es natürlich sehr, sehr schwierig. Im zweiten war ich selber überrascht, dass es doch viele Löcher gehabt hat, schon im oberen Teil und dann im Mittelteil war es ganz extrem. Und ja, es ist halt dann schwierig, das Mittelmaß zu finden. Da riskiert man alles, liegt man halt schnell draußen und ja, ich habe oben eigentlich sehr gut erwischt den Lauf und vielleicht ab dem Mittelteil und unten nicht mehr das Letzte riskiert und deswegen der Rückstand. Was halt oft dann ärgerlich ist, aber auch trotzdem bin ich zufrieden, dass der zweite Platz noch rausgeschaut hat. Of course you can. It's just very quickly, how hard was the second run in with the snow conditions? Yeah, of course, it was really hard. The slope was not good, it was really bumpy, there was a lot of holes in the
in the slope, and yeah, it was hard to ski, and it's always between you risk everything or you make a clean run, and yeah, Christian had a perfect run, I think, and yeah, he skied the best second run, and it's good that he was the winner today. In der Zwischenzeit können wir auch mit einem Applaus den Sieger des heutigen Tages begrüßen. Herzlich willkommen, Christian de Wille. Hallo. Und darf gleich die erste Frage an dich stellen, Christian? That's already the first question. Your results in this season, second in Beaver Creek, third in Flachau, fourth in Zagreb and sixth in Wengen. After these results, I guess you're very happy to be the winner of today. Muss ich auf Englisch reden oder besser auf Deutsch? Für mich wäre besser auf Deutsch. Machen wir auf Deutsch. Bitte. Heute war ein wahnsinniger Tag. Ich bin mit Nummer 1 gestartet und ich war nicht gut genug im ersten Durchgang. Ich war viel zurück zu Mario und Ivica und auch Marcel. Und ich dachte, dass es zu viel wäre. Und ich habe gedacht, ich bin froh, wenn ich im Ziel komme. Ich bin Erste und werde wieder ein vierter Platz sein, aber das ist okay, weil die anderen immer super fahren. Und ich habe gesehen, dass Marcel einige Fehler gemacht hat und auch Ivica, komisch, weil er fast nie Fehler macht. Er ist wie eine Maschine. Hallo, Ivica. Und es war komisch, ganz komisch, aber es ist wirklich schön. Ich möchte jetzt das genießen, ins Hotel gehen, leider Koffer packen, aber und auch ein paar Bier trinken, weil das habe ich verdient heute. So please, if you have questions to Christian, of course, come up with them now. In between, first question to the machine. Third place, Ivica Kostelic. Many points today, again. In how far are you satisfied with the third place today? Just take this one, please. Hello. I am very satisfied with my weekend. It was a pretty tough few days for me after I crashed in the downhill. I slightly injured my ankle, and I was lucky that the Super G was canceled, so I had one more day for the rehab, for therapy. I was not very happy with my downhill, though. I think I lost too much time for such a short course, but it was good enough for the combined. And today, it was a very tough race. I knew it was going to be like that. I mean, the course was battered with rain all night, and I think the organizers did what they could, and we had a pretty tough second run. I was really attacking, and I'm happy that I could forget the combined and concentrate on the slalom. This whole discussion about dragging, struggling a gate or not, missing a gate or not, how much have you been thinking about that today and especially in the second round? Yeah, it's a thing that struck me very deeply. I was very disappointed. And it was very motivating for me. Okay, so ladies and gentlemen, please come up with your questions, either in English or in German. One question in between, do we have the microphone for your question, Vicky? Yes, just please, I take this. Ich versuche auf Deutsch zu Ivica Kostelic. Denkst du, dass jetzt Wout Poels ist der stärkste Gegner für den Sieg in der World Cup? Ja, er ist sicher einer der stärksten Gegner, weil jetzt haben wir eine Serie von Speedrennen und er ist in guter Form und
natürlich, er ist auch gut in Riesentorlauf, Kombination. Und ja, ist sehr stark. Wir haben noch einige, die können noch mitmischen. Und Bert ist einer der wichtigsten. So just in between, we will continue with this question. Please come up with your last questions to Mario. Wenn es noch Fragen gibt, dann Mario, dann bitte jetzt. Muss, glaube ich, schon weiter. Der Hubschrauber wartet. Ibiza, der Günther Hoyara, da bin ich. Der Günther Hoyara hat bei uns im Ü-Wagen das Rennen von Zagreb nochmal angesehen. Und er hat auch diese Situation mit dem Marcel nochmal angesehen. Und er hat gesagt, es ist okay. Er ist nicht disqualifiziert, er wird nicht disqualifiziert werden. Okay. Okay, thank you to Mario. Are there any more questions to Christian or Ibiza? Dann bitte einfach kurz die Hand heben. Ja, wie überrascht warst du, dass du so einen Superlauf gefahren bist? Ich glaube 1,45 schneller als der Mario und 1,50 schneller als der Ibiza alleine im zweiten Durchgang. Ja, ich muss lachen, weil ich war immer geschlagen dieses Jahr. Manchmal ganz knapp, manchmal mehr. Und ja, Rückstand war wirklich viel nach dem ersten Durchgang. Und wenn ich jetzt am Ende des Rennens das Ergebnis sehe, das ist schon ein bisschen komisch. Ich habe etwas, ja, ein Traumlauf gemacht. Ich hoffe, ich kann noch andere machen, aber es wird schon ziemlich schwierig. It was somehow a dream run for him, the second run, and he didn't expect to make up such an amount of time. Okay. Ich, links hinten hätte ich das Mikro gerade. Dann gib Gas. Ibiza, darf ich bitte nochmal bei dem Thema einhaken? Du hast im OF gesagt, it was just one race, but the shame lasts for life. Kannst du das noch ein bisschen genauer erklären, bitte? Und glaubst du, dass der Marcel jetzt dezidiert angesprochen wissentlich weitergefahren ist? You know, I study history. These words are not mine. These words are of Constable of France at the Battle of Agincourt in 1415. This battle was lost for France, and the king and the commander of the army, that is Constable, were standing on the hill and watching their army dissolve. And the king turned his horse and wanted to ride away. But the commander of the army said, "Where are you going?" And the king said, "Hey, we have to save our lives. The battle has been lost." And the commander of the army said, "This is only one battle, but the shame lasts forever." And then he rode into the battle and died there. What I'm saying is, sport is something, it means something, sport. It has basic values, which you always like to point out. And when these bicycle values are walked over, I personally don't forget this.